Jo meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal eine kleine Smart Home Room Tour zeigen, um euch einfach mal zu zeigen, wie ich so mit dem ganzen Thema umgehe, was ich alles wo verbaut habe, damit ich einfach meinen Alltag etwas entspannter gestalte. Vielleicht bekommt ihr dadurch auch Anregungen für euer Zuhause und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so zu Hause alles macht. Und ich würde sagen, wir starten die kleine Room Tour. Los geht's! Wir fangen das Ganze an einem sehr unscheinbaren Ort an, und zwar bei diesen Vorhängen. Denn die sind smart und werden mit einem Motor von Switchboard betrieben. Und zwar ist das dieser hier. Ich habe den jetzt mal abgebaut, um ihn euch kurz zu zeigen. Hinter jedem Vorhang ist so ein Ding und damit könnt ihr einfach euren Vorhang smart machen. Finde ich eine ganz praktische Sache, ist an beiden Vorhängen natürlich verbaut, also einmal an den hier und halt auch an den hier. Und funktioniert auch einwandfrei. Dafür braucht ihr auch die Bridge von Switchboard. Ich markiere euch auch übrigens alles in der Beschreibung. Und die Bridge habe ich einfach hinter der Kommode verbaut, sodass man sie nicht sehen kann. Kommen wir also zum Herz des Wohnzimmers. Und zwar meinem Schreibtisch. Hier findet die ganze Magie statt, die ganze Arbeit, alles was ich mache, wird hier erledigt. Auf meinem M1 iMac, den ich gekauft habe, als er gerade rausgekommen ist, mit dem ich auch sehr, sehr zufrieden bin. Ich muss sagen, der ist super schnell, macht eigentlich alles, was ich brauche. Natürlich, wenn man einen Videoschnitt macht, braucht man immer mehr Leistung, das ist klar. Aber ich sag mal so, für das, was ich mache, ja, reicht er auf jeden Fall aus. Stehen tut er auf einem Schreibtisch. Und nicht nur irgendein Schreibtisch, sondern einem höhenverstellbaren Schreibtisch. Dieser ist von der Marke FlexiSpot. Und was soll ich sagen? Ich hätte nie gedacht, dass ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch brauche. Gut, brauchen ist natürlich immer ein schwieriges Wort. Brauchen tut das natürlich niemand. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr entspannte Art und Weise zu arbeiten. Ihr könnt ihn einfach auf die Höhe verstellen, auf die ihr Lust habt, ob im Stehen oder im Sitzen. Außerdem habt ihr verschiedene Lademöglichkeiten. Ich lade hier beispielsweise mein iPhone, meine Apple Watch und die Kamera, mit der ich gerade filme. Sehr, sehr praktisch, sodass ihr nicht noch weitere Steckdosen benötigt. Und ihr könnt auch verschiedene Höhen auf verschiedene Einstellungen speichern, sodass ihr nicht immer auf hoch und runter drücken müsst. Was auf jeden Fall etwas nervig wäre, hier genügt es einfach, eine Zahl zu drücken und schon habt ihr die voreingestellte Höhe. Und ja, zum Arbeiten auf jeden Fall richtig nice. Wenn ich irgendwann erschöpft vorm Sitzen bin, dann drücke ich einfach auf irgendeine Zahl, die ich voreingestellt habe. Und dann könnt ihr im Stehen arbeiten. Hat auf jeden Fall was, vor allem wenn ihr den ganzen Tag am Schneiden seid und sitzt, dann ist es wirklich ein Segen. Auf dem Schreibtisch habe ich dann ein kleines Knöpfchen. Mit diesem Knopf kann ich den Vorhang auf- und zu machen. Natürlich geht das auch über die Stimme, aber manchmal finde ich es ganz angenehm, einfach nur einen Knopf zu drücken. Und wenn ich das mache, dann geht der Vorhang auf oder zu. Vielleicht hat der ein oder andere das schon bemerkt. Und zwar habe ich hier noch dieses schöne Baby. Ich habe es euch versprochen, ich werde diese Brille kaufen und für euch reviewen. Das kommt dann wahrscheinlich in ein, zwei Wochen, also bleibt gespannt. Aber was wäre eine Smart Home Room Tour ohne einen Sprachassistenten? In diesem Fall den Echo Show 15, den ich ja bereits ein paar Mal reviewt habe für euch. Ist ein nettes Produkt, was man auf jeden Fall überhaupt nicht braucht. Aber ihr wisst ja, für den Kanal teste ich sowas sehr gerne und insgesamt finde ich den auch ganz nice. Aber wie gesagt, jetzt nichts, was man unbedingt braucht. Damit steuere ich eigentlich mein ganzes Smart Home aus dem Wohnzimmer. Ich muss auch sagen, ich finde, der reagiert ein bisschen schneller als die anderen Sprachassistenten von Amazon. Wenn ich etwas schnell erledigen möchte, kann ich auch hier bei der Smart Home, ja jetzt klappt es natürlich nicht, bei der Smart Home Menüleiste sozusagen einfach was anklicken und muss nicht mit dem sprechen. Aber ehrlich gesagt habe ich hier meistens einfach die Bildergalerie laufen. Und hier vorne seht ihr dann auch das Techlicious-Schild. Das habe ich einfach aus dem Ausland bestellt oder beziehungsweise wurde mir geschenkt. Das wird über eine smarte Steckdose gesteuert und ja. Wenn ihr ganz lange in einem Raum arbeitet, wird die Luft natürlich auch stickig. Und damit das nicht passiert, benutze ich dieses Baby. Das ist der Uya Pro Luftreiniger. Ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, weil selbst wenn ihr im Schlafzimmer seid, wird ja die Luft in der Wohnung gereinigt und die Luft zirkuliert einfach. Ihr merkt das auch, wenn ihr vielleicht Wäsche trocknen wollt in der Wohnung, dass es etwas schneller geht, weil einfach die Luft mehr zirkuliert. Und meiner Meinung nach definitiv ein cooles Gadget. Ist ein bisschen teuer, aber so ist das leider. Hier unten habe ich dann noch so eine Leiste verbaut, damit einfach der Roboterstaubsauger ja, da runterfahren kann, um sauber zu machen. Und apropos Roboterstaubsauger, der darf natürlich auch überhaupt nicht fehlen. Und zwar benutze ich da den AlphaWise V10 Max. Ist mittlerweile ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Der nennt euch übrigens Master, auch ganz cool. Bisschen in Mitleidenschaft geraten mit den Jahren. Ich habe den jetzt seit 2 Jahren und muss sagen, der arbeitet wie an Tag 1. Ich möchte das Ding auf jeden Fall nicht vermissen. Mein Lieblingsroboterstaubsauger, weil ich finde, dass er für das Geld, also für 230 Euro damals, jetzt wahrscheinlich etwas günstiger, eine wirklich richtig gute Leistung hat und alles kann, was teure Roboterstaubsauger auch können. Außer die ganz, ganz neuen, die wirklich mittlerweile alles können. Aber preis-leistungstechnisch ein sehr, sehr guter Staubsauger, muss ich sagen. Und für ein Smart Home meiner Meinung nach auch nicht wegzudenken. Vor allem, wenn ihr ein Haustier habt. Hier vorne haben wir dann meine Kommode mit meinem 55 Zoll Fernseher mit einer
Überwachungskamera, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ist die von Akara. Das Coole an dieser Kamera ist, ihr könnt immer sehen, ob sie an- oder ausgeschaltet ist, was mir sehr wichtig war, sodass ihr einfach nicht denkt, dass ihr gerade gefilmt werdet, wenn ihr zu Hause seid. Und sie kann sich auch um 360 Grad sehen und ihr könnt das mit dem Handy einfach steuern und in jede Richtung gucken. Ich persönlich benutze sie, um zu schauen, was mein Hund gerade so macht. Dahinter habe ich eine Sonos-Box von IKEA, die ihr auch über euer Handy bedienen könnt und natürlich auch über euren Sprachassistenten. Und hier hinter sind dann ganz viele hässliche Kabel, die einfach dafür da sind, mein Smart Home zu steuern. Auch beispielsweise die Bridge von Switchbot. Ja, ist einfach da ein bisschen versteckt, sieht man halt sonst nicht. Deswegen ganz praktisch. Dieser Riesenfernseher wird über eine smarte Steckdose gesteuert, die hier in dieser Kommode verbaut ist. Nichts Besonderes, eine sehr günstige Steckdose, aber für mich einfach wichtig, dass ich den Fernseher smart steuern kann. Jeder von uns hat auch ein Lieblingsgerät. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euers ist. Meins ist auf jeden Fall dieses hier, das smarte Türschloss von Nuki. Mit Abstand, glaube ich, das Gerät, was mir am meisten Komfort einbringt. Ich meine, klar, den Schlüssel mitnehmen ist jetzt nicht so eine schwere Aufgabe, aber ich bin ein vergesslicher Mensch und deswegen hilft mir dieses Gadget auf jeden Fall dabei, dieses Problem zu managen. Und vor allem könnt ihr auch den Schlüssel euren Freunden schicken, für eine Stunde, für immer. Und wenn ihr das Ganze mit einem Nuki Opener verwendet, wie hier zum Beispiel, auch wenn das hier jetzt nicht die schickste Variante ist, wie es verbaut ist, dann könnt ihr halt dafür sorgen, dass ihr auch unten die Tür öffnen könnt. Ich demonstriere euch das mal kurz, wenn er mich lässt. Warte. Dann könnt ihr halt einfach die Haustür unten bedienen und die natürlich auch über Handy ja, auf und ja, zumachen nicht, aber auf jeden Fall aufmachen. Ein Gerät haben wir vergessen und zwar steht hier der smarte Duftdiffusor von Rituals. Der kostet ungefähr 120 Euro, finde ich ein richtig cooles Gerät und damit könnt ihr halt einfach dafür sorgen, dass eure Wohnung richtig gut riecht und das Ganze auch smart steuern, natürlich auch über Routinen. Bei mir geht der 5-mal am Tag an oder sowas und dann riecht alles gut. Kommst du klar da unten oder? Willst du sonst auch irgendwas sagen? Gib mal deine Foto. Kommen wir jetzt also kurz zum Schlafzimmer. Und hier befinden wir uns nun. Hier benutze ich einen Echo Show der 4. Generation, um einfach auch beispielsweise den als Wecker nutzen zu können und auch manchmal Musik zu hören, denn ja, der 2. Generation, den ich sonst habe, ist einfach zu schlecht, was Sound angeht. Damit steuere ich meine Abendroutine und das ist kein Ball. Und den nutze ich auf jeden Fall relativ häufig tatsächlich hier. Und der Fernseher in meinem Schlafzimmer wird mit einer smarten Lichterkette ausgestattet. Diese ist hier hinter verbaut, kostet glaube ich 20 Euro und ist natürlich auch über Sprachassistent steuerbar. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall, da ihr mit wenig Geld ja einfach dekotechnisch noch was rausholen könnt und es ist einfach gemütlich, wenn ihr das abends nochmal so benutzt. Aber sonst muss ich sagen, habe ich jetzt nicht sehr viel Smartes im Schlafzimmer verbaut. Außer eine Sache noch, und zwar den Luftreiniger von IKEA. Auch wenn er jetzt nicht hundertprozentig smart ist, aber da ich den über eine smarte Steckdose verbunden habe, ja, ist er dann immer noch smart bedienbar auf jeden Fall. Und der sorgt halt dafür, dass ich auch nachts, wenn ich schlafe, frische Luft im Zimmer habe. Fast hätte ich es vergessen, hier habe ich natürlich auch das beste Sicherheitssystem verbaut, was es, glaube ich, überhaupt gibt. Und ist ein bisschen schwer, ich sag mal, sich darum zu kümmern, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist der kleine Freund hier. Hallo? Ja. Kann ich nur empfehlen, müsst ihr einfach ein bisschen füttern und dann ist euer Zuhause sehr sicher. Zu guter Letzt haben wir das Badezimmer. Das wird über einen Switchbot-Button oder Switchbot-Bot heißt der, glaube ich, gesteuert. Das heißt, je nachdem, ob der Bewegungsmelder, den ich jetzt mal hier rausgeholt habe, ob der Bewegung im Bad detektiert, wird dann dieser Schalter betätigt und das Licht geht dann an und aus, je nachdem, wie viel Bewegung der hier registriert. Und auf jeden Fall eine coole Art und Weise, Gegenstände smart zu gestalten, indem ihr so einen Button benutzt, der auch echt günstig ist. Dafür braucht ihr aber natürlich auch den Hub von Switchbot. In der Küche benutze ich den Echo Dot der 2. Generation. Warum den hier? Naja, der Sound ist auf jeden Fall eine reine Katastrophe, aber ich benutze ihn einfach für Timer und wenn ich zum Beispiel mein Wohnzimmer steuern möchte, muss ich nicht einfach durch die Wohnung schreien, damit mich der Sprachassistent hört, sondern habe einen in der Küche. Für so ein bisschen Musik hören in der Küche ist er auch in Ordnung. Und für Timer und sowas auch, also benutze ich halt den hier. Ja Leute, das war's mit meiner kleinen Smart Home Room Tour. Einfach um euch mal zu zeigen, was ich alles so verbaue, wie ich es verbaue und wo ich es verbaue. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick verschaffen, was ich so benutze. Vielleicht habe ich euch auch ein bisschen Inspiration in einigen Stellen gegeben. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so benutzt oder was euer Lieblingsfeature in eurer Wohnung ist. Und bis dahin würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao.